Welcome everybody to our next Webinar about trading Bitcoins. Oh, sorry. nein, die Sprache war natürlich falsch. Herzlich willkommen. Das englische Webinar ist ja erst morgen Abend dran, gleiche Zeit. Von daher falsch mit der Sprache begonnen, aber ich gehe natürlich gerne sofort hier weiter auf Deutsch weiter. Ja, also nochmal herzlich willkommen auch im Namen von JFD zu dem heutigen Webinar am 16. Januar 2018. Also der erste halbe Monat des neuen Jahres ist ja schon wieder um 19 Uhr gewohnte Zeit. Und mein Name Stefan Friedrichowski, auch wie gewohnt für diese Art von Webinaren und diese Art von Themen. Ja, vielen Dank auch schon mal hier für die Grüße auch im Chat, die schon ausgerichtet werden. Vielen Dank dafür. Heute haben wir ein ganz anderes Thema. Also was ist ganz anderes? Irgendwie haben wir zwei Wörter im Thema, nämlich Bitcoins. Das ist ja irgendwie so der Superhype. Und wie gerade schon jemand geschrieben hat, hey, mit dem, was so heute in dem Markt los war, passt ja gleich das Webinar. Das ist in der Tat richtig. Ja, und zum einen haben wir natürlich das Schlüsselwort Statistik. Natürlich gucken wir auf Bitcoins nicht im Wesentlichen heute nicht wirklich aus allen Untergangs-, Aufgangs-, Hyperhype-Szenarien. Nein, das wird alles nicht das Thema sein. Es werde ich auch noch nicht mal kommentieren, was ich glaube, was mit Bitcoins passiert und sonst was. Nee, wir machen das natürlich wie immer ganz nüchtern. Für uns sind Bitcoins erstmal einfach nur eine weitere Währung. Und eine gewisse Historie hat diese auch schon. Die war natürlich lange Zeit noch relativ langweilig und seit letztem Jahr dann natürlich sprunghaft anders. Von daher, wenn ich jetzt schon die Überleitung zur Statistik mache, so richtig super gut ist unsere Datengrundlage noch nicht, weil so wirklich seriös verwenden können wir aus der Bitcoin-Historie, die 2008 begonnen hat, eigentlich nur so die letzten 3, 4 Jahre. Aber ganz so wenig ist es auch nicht. Und vor allen Dingen können wir schon wichtige erste Schlussfolgerungen ziehen. Und das wollen wir natürlich dann auch heute machen. Ist übrigens immer interessant, immer wenn ich in einem Titel eines Webinars das Wort Statistik fallen lasse, geht gleich die Anmeldezahl um 30% runter. Aber dem sei so. Und ich sollte vielleicht dieses Wort einfach mal vermeiden. Und doch mehr reißerische Titel wählen. Aber ganz andere Sache. Ihr seht schon, wie ihr mich kontaktieren könnt. Wie immer s.friedrichowski@jfdbrokers.com. Heute gibt es wieder einige Excel-Sheets, also dann gerne eine E-Mail und nicht im Chat nur benachrichtigen, weil das sehe ich dann nachher nicht mehr. Also wer nachher mal davon was haben möchte, kein Problem. Einfach eine E-Mail genau an die unten stehende Adresse. Und wie gewohnt sind die Folien von heute auch schon hochgeladen. Das heißt umgekehrt, ihr könnt sie aus dem GoToWebinar-Control-Panel entsprechend herunterladen. Ja, steigen wir doch mal gleich ein. Was haben wir denn heute? Aber nee, natürlich wie immer die erste Folie. Risk Disclaimer. Ihr wisst alle, wir reden nachher hier wieder über direkte Strategien. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Sache so, wann immer und wie immer ihr tradet. Ihr tut das Ganze natürlich wie immer auf eigene Rechnung, auf eigene Verantwortung und dergleichen. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Kriege gerade lustige Kommentare hier schon rein aufgrund meiner Bemerkung über Statistik. Und da schreibt jemand, Statistik ist sowas für profitable Trader. Ja, kann ein Stückchen Wahrheit dran sein. Will ich überhaupt nicht irgendwie leugnen. Und es gibt schon Bemerkungen über berühmte Excel-Sheets. Na, umso besser. Schauen wir mal, was wir daraus machen können. Was wir heute daraus insbesondere ableiten können. Natürlich, wenn ich schon über Bitcoins rede, will ich mal ganz kurz auch noch ein paar Worte grundsätzlich über Bitcoins sagen, auch wenn da viel drüber geschrieben wurde, wird, geredet wird, Hype hin, Hype her. Mir geht es eigentlich nur kurz um eine kleine Definition des Ganzen, aber das soll es auch schon gewesen sein. Worauf es für mich als Trader schließlich nur ankommt, ist, es gibt etwas, was man traden kann, also was man handeln kann. Und in dem Fall ist es natürlich dann nachher ein Währungspaar, beispielsweise BTC USD, BTC
EUR, also Euro, und wer weiß, was da noch so alles kommt. Handeln. Natürlich weiß auch ich, dass leider im Mitte Dezember der Handel bei JFD mit Bitcoins erstmal beendet wurde, nach ungefähr, weiß ich nicht genau, wie lange es gedauert hatte. Und dazu auch gleich noch ein Wort. Das war natürlich keine Entscheidung von JFD, sondern der dahinterliegenden Liquiditätsprovider. Und da werden wir heute auch nochmal eine nette Überleitung zu machen, weil wir aus dem, was wir an Daten haben, richtig was lesen können. Und wer vor 2 Wochen in dem Webinar über die andere Sicht des Traden aus der Sicht eines Brokers, wird da fast nahtlos dran anknüpfen können, nur dass es hier nicht die allgemeinen schlimmen Market Maker im Sinne von Broker waren, sondern die wirklich großen Banken, die da kalte Füße gekriegt haben. Zumindest so ist meine Interpretation. Also ich habe da keine tieferen Einblicke, auch keine tieferen Informationen, was da passiert ist, werden wir natürlich auch nachher noch sehen. Insbesondere dann, wenn wir nach dem Vergleich so Bitcoins DAX, das mache ich hier ganz gerne, aus einem ganz einfachen Grund. Bitcoin, der Kurswert entspricht so ungefähr dem DAX. Und von daher kann man so ein paar Vergleiche so sehr einfach machen. Wohl wissend natürlich, dass DAX ein CFD ist und Bitcoins, also in dem Fall, wir gucken immer auf BTC, USD, natürlich ein Währungspaar ist. Aber einfach weil der Kurswert so schön gleich ist, nehme ich da mal die Analogie. Wichtiges Thema ist hier der Spread. Und da auch schon die Überleitung zu unserem Thema von vor 14 Tagen. Da können wir nämlich nochmal was lernen über Brokerage und die dahinterliegenden Banken, die den Liquiditätspool stellen, weil so meine Interpretation, da ist so richtig schön was passiert. Und das können wir uns nochmal genauer angucken und warum da wer die Notbremse gezogen hat. Auch zumindest aus meiner Sicht, also völlig ohne tieferen Hintergrund, meine reine Interpretation. Wenn wir so ein paar Dinge gelernt haben über das Verhalten von Bitcoins, und mehr meine ich damit nicht, deswegen immer der Gedanke der Statistik dahinter, können wir gleich mal ausprobieren, ob nicht von uns schon längst bekannte Strategien, ich habe hier drei aufgezählt, sich jeweils direkt auf Bitcoins anwenden lassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wird nicht mehr allzu lange dauern, dann können wir die auch wieder hier bei JFD traden. Aber auch da kann und will ich keine Versprechungen abgeben. Ich habe nämlich keine Ahnung, was und wie die Liquiditätsprovider sich in Zukunft da verhalten werden. Aber wir werden gut gewappnet sein, weil so viel sei schon vorweg, es geht. Und das nicht nur soeben, sondern auch durchaus sehr, sehr schön profitabel. Das Tolle ist, was wir hier eigentlich machen, wir wenden unsere Strategie, die wir schon längst entwickelt haben, einfach auf ein neues Symbol, ein neues Underlying an. Und daran merkt man dann auch gleich so ein bisschen immer so diese Universalität, die Suche nach statistischen Abweichungen, die greift natürlich genauso hier bei den Bitcoins. Und egal, ob man jetzt sagt, das ist alles eine reine Übertreibung und das ist alles nur Fantasie, ist mir relativ egal. Solange wir den Trade in die richtige Richtung eröffnen, ist es mir völlig egal, ob ich über einen Hype rede, ja oder nein. Also von daher natürlich immer das ganz Nüchterne dahinter, also einfach den Trade und dann halt auf BTC EUR oder BTC US-Dollar. Ganz kurz, einzige Folie zu Einführung der Bitcoins, einfach damit ein paar Dinge hier nochmal kurz aufgezählt sind. Darüber lässt sich wahrscheinlich Webinar reinhandeln, in Wahrheit erzählen, aber darum geht es mir gar nicht. Wenn ich immer von Bitcoins rede, meine ich zwar ausschließlich den BTC, und so ist auch die eigentliche Namensgebung. Die anderen heißen nämlich dann tatsächlich anders, aber gerne wird Bitcoins auch als der Sammelbegriff aller Kryptowährungen verwendet, auch wenn die eine dann Ethereum und Ripple und wie die alle rauf und runter heißen. Ich beschränke mich hier einfach mal auf den einen. Und ich habe hier schon mal auch gleich nochmal wieder einen Link zu Wikipedia. Kann ich nur empfehlen. Ich switch da auch mal ganz kurz einmal hin. Wo haben wir es denn? Bitcoins, Wikipedia.
das ja aber seht, ja, es ist eine Währung und man kann sehr, sehr viel auch aus dem Artikel über das Entstehen, über dieses sogenannte Mining, Kursentwicklungen, wie eigentlich eine Transaktion abläuft und und. Das sind natürlich auch alles super interessante Aspekte rund um Bitcoins, denn und nicht nur das sozusagen das Traden Long oder Short auf den Bitcoin oder auf das Währungspaar BTC-USD beispielsweise. Zunächst mal ist Bitcoin natürlich etwas ganz anderes, nämlich ein Zahlungsmittel. Genauso wie unser Euroschein im Portemonnaie oder der Dollarschein oder sonst was. Es ist erstmal eine Währung, eine unregulierte Währung, sprich es steht keine Notenbank dahinter. Und hier auch ein paar, ihr seht, in meiner Aufzählung habe ich ein paar Sachen mal genannt, die ich einfach rund um Bitcoins für wirklich interessant halte, nämlich zum Beispiel, dass die Geldmenge beschränkt ist. Das ist natürlich insbesondere schon fast so eine Art naja, Seitenhieb an unsere Notenbanken, die natürlich eben nicht von beschränkten Geldmengen leben, sondern von, ja, man hat den Eindruck von unbeschränkten, also man drucke bei Bedarf. Hier ist die Geldmenge beschränkt. Das ist ziemlich gut. Von daher kann man auch gleich mal so ein bisschen so den Vergleich machen, der mir persönlich besser gefällt, Bitcoins und Gold. Gold ist zumindest aus Sicht der unseres Heimatplaneten Erde ebenfalls etwas Beschränktes in seiner Menge. Und daraus hat sich ja auch über Jahrhunderte die Bedeutung von Gold auch abgeleitet, nämlich genau aufgrund der Beschränktheit und der nicht beliebig einfach Produzierbarkeit. Und hier ist es bei den Bitcoins natürlich ganz genauso. Was als Zahlungsmittel natürlich hier eine Rolle spielt, ist, dass die Zahlungen, die Transaktionen, die verlaufen komplett dezentral. Auch wenn natürlich von A nach B das Geld fließt, aber wie die Art der Transaktion verfolgt wird und wie sie abgespeichert wird, das erfolgt halt komplett dezentral. Und das ist ebenfalls natürlich was ganz Neues gewissermaßen, weil sonst, ja, geht man zur Bank, macht eine Überweisung oder also am Rechner macht eine Überweisung und das ist alles andere als dezentral und vollständig überwacht. Was natürlich auch immer betont wird, dass Transaktionen anonym sind. Da gibt es auch viele Gerüchte drum, wie anonym. Deswegen habe ich mich mal für den Begriff Pseudo-anonym hier entschieden, weil ich ohnehin nicht genau weiß, wie anonym das Ganze geht. Der vielleicht wichtigste Aspekt bei Bitcoins ist eigentlich ein ganz anderer. Nämlich das Schlüsselwort steht hier, Blockchain. Und da, wer da mal ein bisschen mehr drüber lesen will, auch sei direkt an Wikipedia verwiesen, das ist der eigentliche Hype aus meiner Sicht. Der ist nämlich nicht die Bitcoins. Die Erfindung ist in Wahrheit die Blockchain. Jetzt weiß wahrscheinlich auch nicht unbedingt jeder, was das soll, aber was dahinter steckt, ist, dass eine Transaktion dezentral gespeichert wird. Das heißt, die ist in Wahrheit auf Tausenden von Rechnern. Und das macht sie so fälschungssicher. Also man kann nicht im Nachhinein behaupten, ach, habe ich doch gar nicht. Nee, nee, das wissen dann Tausende, also genau genommen Tausende von Computern. Dass diese Blockchain-Technologie eröffnet auch ganz neue Möglichkeiten, wo man vielleicht Notare überflüssig machen kann, weil man etwas belegen kann, und zwar dezentral. Und das ist etwas, diese Dezentralität und dass man dann Informationen so verteilt und trotzdem nachvollziehbar ist, was wo und wie gemacht wurde, das halte ich persönlich für die eigentliche Revolution und weniger die Bitcoins selbst. Krieg gerade einen schönen Hinweis. Die Geldmenge bei den Bitcoins ist zwar beschränkt, aber so gefühlt ist allerdings die Anzahl das war der Hinweis, den jemand geschrieben hatte, die Anzahl der Kryptowährungen, die ist wiederum unlimitiert, weil es werden ja ständig neue erfunden. Ja, wohl wahr. Wenn ich jetzt sage, neue Einheiten werden durch komplizierte Rechnungen erzeugt, dann meine ich nicht, dass sozusagen die Geldmenge dadurch erhöht wird, nee, sondern die werden überhaupt erstmal verfügbar gemacht.
Das ist auch ganz witzig. Man könnte eigentlich auch so sagen, was hinter den Bitcoins steht, ist eigentlich Strom. Also man bezahlt Bitcoins bei der Erzeugung, dem sogenannten Mining, eigentlich mit Strom, nämlich über diese komplizierten Rechnungen und die auch je nach Kurs vom Bitcoin mehr oder weniger kompliziert gemacht werden. Auch eine ganz witzige Sache, da auch noch eine kleine Zahl. Jetzt habe ich nicht mehr ganz das Land im Kopf, aber ich glaube, es war entweder Irland oder die Tschechei, einer von beiden. Die Strommenge, die diese beiden Länder, also das eine oder das andere, verbrauchen pro Jahr, entspricht im Moment dem Bedarf an Bitcoin-Mining-Strom. Also das heißt, das ist die Strommenge, die für neue Bitcoins verwendet wird. Also schon gewaltig. Oh, ich werde nach einer Prinzipskizze zu Blockchain gefragt. Das kriege ich jetzt leider nicht so sozusagen aus dem Stegreif. Hintergrund ist der, dass wenn ich nehme mal denjenigen, der mir gerade gefragt hat, und nenne ihn beim Vornamen, also Roland, wenn ich ihm mit ihm einen Vertrag machen möchte, über was auch immer, dann könnte ich diesen Vertrag über dieses Blockchain verwalten lassen, also erzeugen, dokumentieren. Und damit ist eigentlich der ganzen Welt klar, dass wir zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Vertrag abgeschlossen haben, und der Inhalt müsste für die anderen gar nicht sichtbar sein, aber das Dokument ist sozusagen hinterlegt, kann auch nicht mehr gefälscht werden, weder von dir, Roland, noch von mir, weil es ist auf diesen Tausenden von Rechnern verteilt, hinterlegt. Und damit können wir zwei im Nachhinein nicht mehr irgendwas anderes behaupten. Das heißt, wir haben unseren Vertrag eingegossen und das absolut fälschungssicher nach jetzigem Stand immer der Technik. Und das macht natürlich was ganz Neues, was Vertragsgestaltungen angeht. Also wenn zwei Unternehmen irgendwie das aushandeln, die können das dann vollständig dokumentieren und es ist nicht mehr änderbar. Und so ähnlich wie halt diese Transaktionen von A nach B. Also wenn ich dir, Roland, Bitcoins überweise, das kann man nicht mehr rückgängig machen und es ist hinterlegt. Das ist das, was hinter dieser Blockchain-Technologie steht. Was uns jetzt also heute eigentlich nur interessiert, also ich könnte theoretisch hier zwei Währungen nennen, also zwei Wechselkurse, Bitcoin in US-Dollar oder Bitcoin in Euro. Ich beschränke mich jetzt im Weiteren einfach nur noch auf Bitcoin, US-Dollar, naja, daraus wiederum den Bitcoin-Euro zu berechnen, ist definitiv kein Hexenwerk. Gut. Wollen wir allerdings natürlich mal zuerst auf den Chart gucken. Und dazu will ich mal kurz auch eine Internetseite schon mal hier zitieren, die ich eigentlich sehr gut finde, gut gemacht finde. Die heißt bitstamp.net. Und das geben wir hier auch mal eben ein, um mal ein erstes Gefühl zu kriegen für den Bitcoin-Handel. Natürlich kann ich jetzt im Moment nach wie vor nicht bei JFD Bitcoins traden, deswegen gehe ich hier mal auf so eine normale Handelsplattform, wo man Bitcoins kaufen und verkaufen kann. Ich bin da weder registriert noch sonst was, noch habe ich das je in meinem Leben gemacht. Das heißt, ich habe da noch keinen Handel oder dergleichen vollzogen. Warum zeige ich euch diese Internetseite? Weil sie nochmal auch ein bisschen die Börsenwelt im Ganzen eigentlich betrachtet. Was man nämlich hier so schön sieht, ist, es gibt neben dem reinen Kurs, unserem wohlvertrauten Chart, gibt es hier auch sichtbar das Orderbuch, wirklich in einzelnen Aufträgen. Das ist hier unten, wo jetzt gerade meine Maus kreist, wobei man die Maus, glaube ich, gerade auf dem, doch, jetzt müsste man sie auch mal sehen auf dem Bildschirm. Da kann man sozusagen die Ask und die Bit Order, also die Kauf- und Verkaufsorder, wirklich im Detail sehen. Was auch durchaus mal sehr interessant ist, ist, wie die Verkaufskurse sozusagen verteilt sind in der Historie. Und das gibt dann hier diesen Chart, der so ein bisschen
eine Bedeutung hat, wohin könnte sich denn der Preis auch als nächstes bewegen? Also, auch wenn das jetzt so, es wäre zu einfach, wenn das, was ich jetzt sage, so locker flockig gelten würde. Man kann hier mal ganz gut vergleichen, die Steigung der linken Seite mit der Steigung der rechten Seite. Im Moment, wir sehen alle, Bitcoin ist massiv gefallen, sind allerdings die Chancen gar nicht mal so schlecht, dass er jetzt wieder steigen wird, weil das hier halt. Also wenn die rechte Seite, die rote Seite, beliebig flach wird, dann ist es sehr leicht, den Kurs nach oben zu schieben. Und umgekehrt, wenn die sehr steil ist, wird es entsprechend schwierig. Nur mal so als kleiner erster Hinweis, wenn es um Orderbücher geht und wie man diese liest. Die einzelnen Transaktionen sind hier dann ganz links auch dargestellt. Also ist eine sehr interessante Plattform. Man kann auch hier so ein bisschen wie sonst in unseren Chartprogrammen mal die Skalierung hier ein bisschen wechseln und dann sehen wir auch genau den heutigen Abverkauf. Jetzt haben wir so eine Art H4-Darstellung. Irgendwas, zwei Dinge waren irgendwie passiert oder sind passiert. Die Deutsche Bundesbank hat sich irgendwie heute geäußert und Bitcoin Gewinne, die man erzielt, für steuerpflichtig erklärt. Und zum anderen ist, glaube ich, mal wieder irgendwas mit Korea. Das war zumindest auch schon gestern, wo das aus dem Markt genommen wird. Also alles natürlich News, aber das kennen wir von unseren anderen normalen Anleihungen natürlich genauso. Da gibt es EZB-Zinsentscheide, NFP-Daten am Freitag alle 2 Wochen und. Also von daher nichts wirklich Überraschendes. Hier sind die News halt eher im Moment politisch, aber ist ja nicht so, als wenn wir nicht News auch bei anderen Anleihen mehr so aus der regulatorischen Seite her kennen oder insbesondere halt, wenn die Notenbanken etwas eingreifen. Kann man mal sehr gut hier gucken. Das Schöne ist ja an Bitcoins, hier kann man auch am Wochenende reingucken. Natürlich ist der Handel hier immer auf. Ich weiß auch nicht, wie groß jetzt genau diese Bitcoin-Börse hier ist. Dazu kann ich leider jetzt gerade auch nichts sagen. Aber gibt zumindest die Möglichkeit, hier auch ganz gut sich die Charts anzugucken. Ich kriege gerade nochmal die Nachricht, gerade auf Guidance kann man auch sehr viel über Bitcoins lesen, lernen. Da zum Beispiel bei, wie heißt denn jetzt nochmal mit Vornamen? Komme ich gerade nicht drauf. Beim Kühne. Aber egal, komme gerade nicht auf seinen Vornamen. Gut, ist mal interessant, um mal sich einen Chart anzuschauen, aber das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein. Theoretisch könnte man also tatsächlich hier auch Bitcoins kaufen. Also die Internetseite, weil ich gerade nochmal gefragt werde, heißt bitstamp.net. Warum das wie Briefmarke heißt, weiß ich auch nicht. Was wir natürlich machen ist, wir wollen uns natürlich jetzt mal die Bitcoin-Kurse ein bisschen statistisch angucken und zwar gehe ich jetzt zunächst mal nur auf D1 ein. Ihr werdet nachher auch noch sehen, warum ich alles erstmal mit D1 mache, weil wenn ich es traden würde oder könnte, also übrigens, sobald die Bitcoins wieder handelbar werden, werde ich sofort mich draufschalten, weil die Strategien dafür sind fertig. So viel ist auch sicher. Aber da hätte ich dann auch Sachen, die noch auf zumindest auf H1 runtergehen. Aber im Wesentlichen sollte man hier erstmal auf D1 bleiben. Kommen wir auch noch gleich dazu, warum eigentlich. Hat natürlich auch an der Stelle tiefere Gründe. Wir gucken uns mal an, wie denn so Highs minus Lows im Prozent aussehen. Worauf will ich hinaus? Ich will einfach darauf hinaus, der Chart, den wir gerade gesehen haben, sieht eigentlich erstmal so aus wie jeder andere Chart auch. Aber natürlich müssen wir uns die Kennzahlen rausholen. Und dazu gehört insbesondere sowas wie die Volatilität. Könnt ihr auch ein ATR berechnen? Gucke jetzt erstmal nur auf den High minus Low eines Tages, drücke den in Prozent aus, damit wir da mal was draus lernen. Und das Gleiche mache ich mal mit Close to Close. Also so, wie viel hat sich denn der Kurs über den ganzen Tag überhaupt hinweg verändert? Kursquellen seien auch mal gleich genannt. Wo kriegt man Kurse für Bitcoins her? Die ersten zwei genannten hier
bieten die Möglichkeit, D1-Daten runterzuladen, aber auch kleinere Zeitebenen sind möglich. Da unten auf der Internetseite von Kaggle oder wie auch immer man diesen Namen ausspricht, da geht es auch weiter runter. Dauert ein bisschen, bis man die richtige Stelle findet, weil das hat eigentlich überhaupt nichts mit Traden und sonst was zu tun, sondern da geht es im Allgemeinen um Daten. Kriegt man auch durchaus hier M1-Daten fast beliebig weit zurück. Ich will es einmal kurz zeigen. Da kann man mal sehen. Also theoretisch könnte ich hier M1-Daten von 2012 bis 2018 auch herunterladen. Gerade der Anfang ist allerdings natürlich total uninteressant. Das sehe ich sogar, das seht ihr alle, wenn ihr hier gerade auf die Kursliste guckt, die ziemlich langweilig erstmal ist. Da muss man sich wohl einmal anmelden. Kostet zwar nichts, aber anmelden muss man sich. Und dann funktioniert auch der Download-Button hier. Und man hätte auch entsprechend die Daten auf kleineren Zeitebenen. Die anderen nur mal kurz gezeigt, da dieses Investing bietet D1-Daten und genauso hier auch D1-Daten. Das ist auch meine Datenquelle, die ich hier heute verwendet habe, um die entsprechenden Auswertungen zu machen. Jetzt machen wir es aber auch mal. Das heißt, wir gucken uns mal den BTC-USD an und ich schiebe mal kurz das Bild hier ein bisschen so rüber. Was habe ich gemacht? Natürlich haben wir hier, also dann bleiben wir einmal kurz links. Wie immer haben wir ein Datum hier. Ich habe einfach jetzt willkürlich bei 2013 angefangen. Da war der Preis für ein Bitcoin ungefähr bei 100 und das war auch für mich jetzt der Grund zu sagen, gucken wir mal so ab 2013 ungefähr, damit ich nicht da nachher Zehntausender Kurse mit Kursen von 4 vergleiche. Ich habe mehrere Sachen berechnet, nämlich zum einen einfach High minus Low, das Ganze in Prozent. Auf den lassen wir nachher nochmal so ein SMA. Der SMA hat eine Periode von 30 drüber laufen, damit die Darstellung ein bisschen besser wird. Und die Änderung Close to Close innerhalb eines Tages, also den Absolutwert, habe ich mir ebenfalls hier nochmal berechnet, damit wir mal ein Gefühl für diese Währung, also für dieses Währungspaar bekommen. Nicht verwundern, Bitcoins kann man sich nur auf einer logarithmischen Achse angucken. Alles andere ist natürlich hier, wäre utopisch. Also wir waren knapp bis an die 20.000, geht jetzt heute runter, was hatten wir gerade, irgendwie so 11.000, 12.000 ungefähr. Und natürlich sieht man hier auch den Hype. Denn wenn in einer logarithmischen Darstellung eine Funktion immer noch aussieht wie eine E-Funktion, dann muss es eine gewaltige, sozusagen eine EE-Funktion sein, nochmal potenziert gewissermaßen. Das war jetzt alles nicht ganz mathematisch korrekt, aber ihr seht, wie das Ding einfach halt explodiert ist. Gibt es auch übrigens tolle Bildervergleiche zum Tulpenpreis in Holland vor ein paar hundert Jahren. Sah mal so ungefähr so ähnlich aus. Aber das ist halt hier der Bitcoin-Preis. Seit 2015 ein Wahnsinnsanstieg und insbesondere natürlich immer weiter sich beschleunigend. Und jetzt im Moment halt mal nicht mehr. Aber um jetzt das Ganze nachher auch dem Traden zu überführen, gucken wir uns mal den nächsten Chart an. Was wir hier haben, ist die prozentuale Größe sozusagen einer Kerze. Und zwar High minus Low dividiert, vergessen, ob ich durch Low oder High dividiert habe. Wahrscheinlich habe ich durch Low dividiert. Das ist jetzt auch nicht ganz so dramatisch. Ist natürlich gewaltig. Was steht hier? Also wenn hier vorne so ein Ding mal knapp 45% ist, das heißt, der prozentuale Unterschied zwischen dem Hoch des Tages und dem Tief des Tages waren fast 50%. Und ihr seht, wie dieses Kurvengewackel hier so ungefähr aussieht. Es ist gigantisch. Das ist natürlich auch das, was durch die Presse geht. Wir haben enorme Kursschwankungen innerhalb eines Tages. Da, also 10% ist im Moment sozusagen das Normale, aber auch 20% sind drin und wahrscheinlich kommt heute nochmal extra mehr. Heißt, wer Bitcoins tradet, muss mit einer extremen Volatilität umgehen können und die in der Strategie mit berücksichtigen.
für mich ein ganz, ganz wichtiger Überleitung nachher zum Traden. Insbesondere, wenn jemand versucht, die Bitcoins diskretionär zu traden, kann man seine normalen vielleicht Settings für wie weit setzt man den Stop-Loss entfernt, kann man völlig vergessen. Hier würde man, wenn man ähnliche Regeln wie meinetwegen Euro-US-Dollar anwendet, in 0, nix aus jedem Trade rausgekickt werden, weil das Ding einfach so durch die Gegend dann eiert, dass es einen wirklich definitiv raushaut. Um die Kurve hier mal nicht ganz so zappelig aussehen zu lassen, habe ich da nochmal so ein SMA 30. Das ist dann also hier jetzt ein Monat, weil der auch am Wochenende getradet wird, noch drüber laufen lassen. Und dann sieht ihr auch natürlich hier, ich hole mal die X-Achse mit rein, dass seit 2017, 2016 die Volatilität auch wieder deutlich noch weiter zugenommen hat. Sie war allerdings schon mal so hoch, nämlich hier vorne. War mir natürlich auch so vorher überhaupt nicht bewusst. Also im Moment ist also die typische Tagesschwankung sowas wie 10%. Heißt, auf einem Kurs von 10.000 mal eben schlappe 1.000 Punkte. Deswegen immer mein Vergleich zum DAX, weil dann habe ich ein Gefühl dafür, wenn der DAX jetzt im Moment mal eben ständig 1.000 Punkte hoch und runter eiern würde, ja, dann würden wir wahrscheinlich auch ganz anders auf den DAX gucken. Kennziffern daraus, mal der übergeordnete Mittelwert ist hier knappe 5% als über den gesamten Zeitraum. Also 5% ist über den gesamten Zeitraum die typische Tagesschwankung und der Close-to-Close-Unterschied ist da 2,8%. Da natürlich die meisten, inklusive mir, mit solchen Zahlen ad hoc gar nichts wirklich anfangen können, der Vergleich zum DAX. Ich habe dann einfach gesagt, okay, jetzt nehme ich mir den DAX und mache mit dem gleichen Zeitraum. Also ich habe den gleichen Zeitraum an Daten genommen und habe einfach alles genauso gemacht. Nur, dass wir dafür mal ein Gefühl kriegen, um Bitcoins, also das Währungspaar BTC US-Dollar, denn hier in dem Fall mit dem DAX zu vergleichen. Hier der DAX, ich habe ihn nicht logarithmisch dargestellt, weil hier ist der Verlauf sozusagen noch fast linear darstellbar in diesem Zeitraum. Okay, so sieht der DAX aus. Das ist aber gar nicht das, worauf ich wirklich hinaus will, wie der DAX aussieht. Das kennen wir nur zu gut. Jetzt gucken wir uns die gleiche High minus Low in Prozenten an. Naja, klar sehen wir, dass es hier mal ein bisschen volatiler war. Der größte Eintrag, den wir hier haben, ist allerdings nicht 45%. Das hätten wir wahrscheinlich alle noch in guter Erinnerung, weil wir gucken ja hier nur auf die letzten 4 Jahre. Sondern der größte Eintrag ist hier mal 6%. Und dann sehen wir auch, wie das hier langsam wieder abwärts geht und wir uns eher so um die 1% hier rum schwanken. Das ist jetzt der DAX. Und auch hier mal die geglättete Darstellung mit dem SMA. Da sieht man wirklich, dass wir vor kurzem eine historisch niedrige Volatilität hatten im Sinne von High minus Low. Die war wirklich historisch niedrig, sind dann wieder ein bisschen angestiegen, sind jetzt hier wieder bei ungefähr 1%. Gucken wir dann wieder auf die Zahlen. Also, gerade hatten wir noch hier eine knapp 5% stehen bei Average High minus Low und der Close to Close war gerade noch eine 2,8. Das heißt, wir haben einen riesigen Unterschied in der Volatilität zwischen DAX und Bitcoins. Und DAX übrigens gehört eher zu den volatileren. Also wenn ich einen S&P 500 nehmen würde oder den Euro-Stoxx, dann wären die Zahlen noch kleiner. Aber beim Euro-US-Dollar sind sie ähnlich groß. Immer alles hier in Prozent. Das heißt, wir können mal eine kleine Mini-Zusammenfassung an der Stelle schon mal machen. Also die Volatilität von Bitcoins ist also viermal größer als beim DAX, so als Hausnummer. Das ist immer wichtig, solche Zahlen parat zu haben, wenn es nämlich darum geht, gerade wer jetzt diskretionär traden will, hey, ich kenne den DAX so ein bisschen, jetzt will ich Bitcoins traden, ich brauche aber Stop-Losse, Take-Profit-Distanzen. Okay, dann kann ich genau solche Faktoren auch mal nehmen. Also Volatilität viermal so groß und der Close-to-Close ist ungefähr dreimal so groß. Wir wissen also sofort, also wenn wir kleine Stop-Loss-Distanzen, also damit meine ich Stop-Losse in Prozent, die können wir vergessen.
Und man kann direkt auch daraus schon ableiten, dass auch kleine Zeiteinheiten zu vermeiden sind. Die Volatilität ist so groß, die kickt uns aus allem raus. Und wenn wir gleich noch das nächste Thema machen, nämlich den Spread uns angucken, dann würde das noch viel schlimmer werden. Kleine Zeiteinheiten sind definitiv erstmal zu vermeiden. Wir brauchen allerdings noch eine Größe, um sozusagen, bevor wir überhaupt einen ersten Trade absetzen könnten, dürften, sollten. Wir brauchen unbedingt den Spread. Wir müssen uns mal angucken, wie denn der Spread für das Währungspaar BTC-USD aussieht. Wir wissen so, Euro-US-Dollar 0,2, 0,3 Bips bezogen auf JFD. Wenn wir die Kommission noch mit reinpacken, sind wir vielleicht bei 0,8 Bips. DAX kennen wir auch. Einfach ein Punkt. Und jetzt kommt der zweite Grund, warum ich hier den Vergleich mit dem DAX mache. Ich zeige euch das gleich mal auch als Chart, wie das Spread, als man die Bitcoins noch bei JFD traden konnte, wie denn der Spread versus Zeit aussah. Und ihr werdet gleich sehen, da kommt ein Spread von ungefähr 100 Punkten raus. Und ihr seht sofort, was ich hier mit dem Vergleich machen möchte. Der DAX ist auf einem ähnlichen Level, 13.000. Deswegen sage ich jetzt einfach mal hier für Bitcoins beim Level von 13.000. Also wir traden den DAX mit einem Kurs von 13.000 und einem Spread von 1. Würdet ihr den DAX traden, wenn der Spread beim DAX 100 Punkte wäre? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und wenn er vielleicht sogar noch viel größer wäre? Wahrscheinlich würde kein Mensch den DAX dann noch traden. Und stellt euch mal vor, ihr hättet beim DAX 100 Punkte Spread. Würdet ihr dann intraday noch irgendeinen Trade absetzen? Ihr seid ja immer sofort die 100 Punkte im Minus, nachdem ihr den Trade platziert habt. Hups. Diese 100 Punkte beim Bitcoin, als man sie noch traden konnte, ganz roundabout, waren zu dem Zeitpunkt grob. Wenn man einen Trade mit 0,01 Lot geöffnet hat, lag man in der nächsten Millisekunde mit einem Euro im Minus. Wow. Und nicht irgendwelchen paar Cents, sondern mit einem Euro. Hätte man ein Lot getradet, hätte man direkt mit 100 Euro im Minus gelandet. Nur aufgrund des Spreads. Also von daher hat der Spread hier auf jeden Fall das Potenzial, jede Strategie zu ruinieren. Aber ich habe euch versprochen, den Spread auch genauer zu gucken. Die Daten habe ich glücklicherweise dadurch, weil ich den Spread von Underlyings, die mich interessieren, immer monitore. Das heißt, das sind gemonitor, also mitgeschriebene Spreads, als die Trades noch möglich waren. Und das hier gegen die Zeit. Ich habe jetzt bewusst, ich habe zwar noch ein bisschen längere Historie, aber die ist dann auch genauso langweilig wie hier der Anfang. Deswegen habe ich es hier erstmal weggelassen. Also ich habe es bewusst erst ab 1.11. losgehen lassen und dann bis zum Ende, als noch getradet wurde. Während dieser Zeit ist natürlich auch der Bitcoin angestiegen. Aber ich habe es jetzt nicht in Prozenten oder sonst was ausgedrückt. Aber innerhalb dieser Zeit war jetzt der Anstieg verglichen mit den Gesamtanstiegen noch relativ moderat. Was sehen wir? Wir hatten hier typische Spreads lange Zeit, also praktisch den kompletten November in der Größenordnung von 30 Punkten. Was immer noch viel ist. Denkt dran, DAX ein Punkt. Und dann seht ihr, was passiert ist. Das Spread ist explodiert. Und zwar bis kurz vor, als man noch traden konnte, bis knapp 1000 Punkte. Kleine Interpretation dazu. Da haben die Liquiditätsprovider kalte Füße gekriegt. Wahrscheinlich waren die Leute mehrheitlich long. Die Liquiditätsprovider haben die Trades abgenommen. Das heißt, wenn der Kurs jetzt weiter steigt, hatten die Liquiditätsprovider ein Problem. Und bis zu ungefähr hier Anfang Dezember konnten die noch nicht mal irgendwo anders das traden, außer sie hätten jetzt einfach echte Bitcoins gekauft. Aber sie konnten noch nicht. Chicago hat erst Mitte Dezember die Trades wirklich als Future zugelassen. Vorher nicht. Das heißt, das Geschäft war aus Sicht der Liquiditätsprovider, was ja die großen Banken sind, die standen wahrscheinlich, also ich vermute mal, dass die meisten Trader long gegangen sind, immer größeren Verlusten sich ausgesetzt. Das war, was haben sie gemacht? Sie haben den Spread erhöht.
dramatisch. Wie ihr seht, ist der Spread hier durch die Decke geschossen, bis auf knapp 1000 Punkte Spread. Da hätte man eh nicht mehr weiter traden können, sollen, dürfen. Insofern war alles gut, dass eigentlich der Handel ja erstmal beendet wurde. Ich gehe mal davon aus, dass wenn der Future-Markt wieder richtig funktioniert oder dann hoffentlich jetzt bereits funktioniert und da ein entsprechendes Hedging für die großen Banken möglich ist und sie da wiederum auch Abnehmer finden, weil auch da braucht man einen Abnehmer. Ich gehe dann da beispielsweise long und ich muss irgendjemanden haben, der mir den Kontrakt abkauft. Dann könnte das sich Ganze hier auch wieder regulieren. These ist wirklich jetzt meine persönliche Interpretation. Die Spreads sind deswegen explodiert, um das Geschäft unattraktiv zu machen aus Sicht der Liquiditätsproviders. Nochmal, JFD hat da gar nichts von. JFD hat nochmal das Agenturmodell, reicht die Order durch und hatte dann weder was von den Gewinnen noch von Verlusten, die vielleicht an irgendwelchen Trades entstanden sind. Aber ihr seht, was da passiert ist. Eine dramatische Spread-Entwicklung. Also hier wäre jeden ein Traden fast unmöglich geworden. Ein Spread von fast 1000 Punkten auf etwas, was 10.000 sozusagen wert ist, in Anführungsstrichen, 10% Spread, das kriegt man in keiner Strategie verheiratet. Also außer die Kurse verdoppeln sich natürlich da im Monatstakt, dann geht wieder alles. Also schon enorme Konsequenzen. Interessante Sache, und sobald der Handel wieder losgeht, schalte ich natürlich auch das Spread Monitoring wieder ein, weil das brauchen wir. Jetzt wollen wir noch in den verbleibenden Minuten mal gucken, wie wir denn so einen Bitcoin wirklich profitabel traden können. Und das mache ich einfach mit drei alten Bekannten. Wir werden mal drei Strategien hier versuchen, nämlich einmal Mean Reversion, die ist jetzt die älteste von denen, dann leicht Martingale, das hatten wir vor kurzem, ich weiß nicht mehr ganz genau wann, ich glaube, es war dieses Jahr erst. Ich sage auch nachher immer noch mal ganz kurz, wie die Strategien jeweils funktionieren. Und dann die Price-Action-Strategie. Und man ahnt schon, Price-Action und das bei Bitcoin, das könnte was werden. Allein die Wörter passen schon ziemlich gut zusammen. Mean Reversion ist Traden, wenn Abweichungen zu einem EMA besonders groß sind, also Kurs bricht nach oben weg. Die eigentliche Mean Reversion Ansatz ist der, dann ab einem gewissen Schwellwert, wenn wir weit genug von einem EMA weg sind, dann öffnen wir einen Trade in die Gegenrichtung, sprich einen Short Trade, wenn der Kurs nach oben vom EMA sich zu weit weg bewegt. Immer nach dem Gedanken, man zurück zum fairen Wert. Wir werden gleich sehen, die Strategie braucht eine Änderung, damit sie funktioniert. Dieses, was hier leicht Martingale genannt ist, ist der Ansatz zu sagen, hey, wir öffnen einfach mal einen Trade mit einem bestimmten Stop-Loss-Entfernung und wenn er dann ins Minus gelaufen ist, also in Stop-Loss gelaufen ist, dann öffnen wir den nächsten Trade in die andere Richtung. Allerdings mit einer vielleicht, also nicht zwangsläufig doppelten Lot-Size, sondern ihr erinnert euch, das hing davon ab, mit welchem CRV wir arbeiten. Größere CRVs, umso weniger müssen wir dieses Verdoppeln machen. Und das ist der Kernpunkt, weil große CRVs uns von diesem Verdoppeln, vor dem Verdoppeln bewahren, sodass wir nicht massiv in Riesenpositionsgrößen gehen müssen. Klingt auch wieder gut für Bitcoins, weil die Bewegungen ja schließlich und endlich durchaus sehr signifikant sind. Und da können wir doch dann unsere Gewinne rausholen. Ja, Price Action setzt einfach immer auf Basis des Open einen nächsten Trade, also genau genommen zwei Stop Order, abhängig davon, wie groß der ATR ist, also wie groß die Volatilität ist, setzt man einen Buy Stop in einer bestimmten Entfernung nach oben und einen Sell Stop in einer bestimmten Entfernung nach unten und schwupps, wenn die dann getriggert werden, soll es dann auch in die Richtung weiterlaufen. Das waren die Grundlagen für diese Strategien. Das jetzt, ich weiß, alles ein bisschen sehr, sehr schnell und kurz. Gibt es aber jeweils immer ein komplettes Webinar und ihr findet die Webinare in den Aufzeichnungen auch bei JFD. Ich habe jetzt hier was gemacht, was ich ja sonst nie mache. Sonst hat der Spread bei mir immer eine Zahl. Da war allerdings jetzt hier Bitcoins vom Wert 100 mit dem Bitcoin von Wert 20.000 vergleichen müssen, kann ich einfach nicht mehr mit einem konstanten Spread arbeiten. Das wäre auch falsch. Und ohne den Spread wirklich zu kennen, als der Bitcoin noch bei 100 Punkten war,
Mache jetzt einfach eine Annahme. Ich gehe mal von einem prozentualen Spread aus. Das heißt, von 0,5%. Wenn also der Bitcoin bei 10.000 Punkten wäre, wäre mein Spread 50 Punkte. Das entspricht auch, das mit einem kleinen Puffer, entspricht auch genau dem, als sozusagen noch der Handel ganz normal war. Und von daher sind die Excel-Sheets jetzt so abgeändert, dass sie einen prozentualen Spread verwenden, weil dann nur dann kann ich halt die Historie von Bitcoin bei 100 mit Bitcoin bei 20.000 noch seriös miteinander vergleichen. Fangen wir mal an. Mean Reversion. Mean Reversion. Bitcoin-Daten sind sozusagen hier vorne rein kopiert und wir haben ein paar Steuerparameter. Also wir gucken diese Entfernung EMA zum Close und wenn die groß genug ist, öffnen wir, wie ich gerade sagte, schon den Trade. Und ihr seht eine typische Equity-Kurve. Geht stur nach Süden. Und dann habe ich hier an den Parametern gedreht und gedreht und habe andere Zahlen ausprobiert und naja, es wurde auch mal ein bisschen besser und aber wirklich glücklich bin ich nie geworden. Habe mich aber auch eigentlich nicht gewundert. Bitcoins gehen wieder zum fairen Preis zurück. So ist ja die Grundannahme. Bitcoins machen aber irgendwie eher genau das Gegenteil. Wenn die mal in eine Richtung ausschlagen, dann schlagen sie aber auch weiter. Aha, habe ich mir gedacht. Prima. Dann machen wir Mean Reversion einfach anders. Und habe es Mean Reversion Anti genannt. Das haben wir auch damals schon mal gemacht bei bestimmten Underlyings. Und der Unterschied ist einfach jetzt, wenn mein Close-Kurs eine gewisse Distanz zum EMA hat, und ich sage jetzt mal eine gewisse Distanz nach Norden, also eine Abweichung nach Norden, dann eröffne ich einen Long-Trade und nicht einen Short-Trade. Und siehe da, wir haben es. Wir haben sofort die erste Strategie, die direkt handelbar wäre. Ihr seht hier schon Zahlen wie EMA und dergleichen. Das Ganze geht dann noch ein bisschen besser. Ich werde euch immer für jede Strategie immer zwei Sheets zeigen. Einmal noch mehr so aus der Entstehung und dann noch das final optimierte. Das eine ist dann immer hier im ODS und das andere dann im Excel-Format, weil ich halt hier einfach diesen Solver benutzt habe, um mal auf die Schnelle einen Parametersatz zu bestimmen. Aber alles sonst wie gehabt. Mean Reversion Anti heißt sie jetzt. Heißt, haben wir eine Abweichung zu einem EMA, die groß genug ist, dann eröffnen wir den Trade nicht zurück zum Preis, sondern zurück zum EMA, sondern vom EMA weg. Und das ist alles. Das ist die ganze Logik. Wie sieht das aus, wenn wir das Ganze noch komplett optimieren? Dann sieht's so aus. Mean Reversion Anti. Also wir haben hier immerhin mehr als 250 R an Gewinn, ein bisschen anderen EMA-Wert, anderer Stop-Loss-Wert, auch nochmal ein bisschen größer, damit es hier funktioniert. Also 260 R gewonnen. Drawdown von 18 ist gar nicht mal so schlecht. Gerade in der jüngeren Vergangenheit dann besonders gut. Und das, ihr wisst, wie die jüngere Vergangenheit war. Trotz der enormen Auf- und Abs, die wir nun mal bei den Bitcoins haben. Wunderbare Strategie, Mean Reversion Anti. Es wäre auch sehr, sehr leicht in der Umsetzung, und alles hier auf Tageskursdaten. Nächste Strategie. Slightly Martingale. Da war die Logik. Wir machen den Trade. Wenn der Trade im Minus ist, machen wir den nächsten Trade mit einem erhöhten Risiko, also mit einem sozusagen Lot Size Multiplikator. Dieser Lot Size Multiplikator hängt aber davon ab, mit welchem CRV wir unseren Trade machen wollen, also mit welchem Chance-Risiko-Verhältnis. Und je größer das CRV ist, umso weniger brauchen wir diese Lot-Size-Erhöhung machen, weil wir uns nämlich über ein großes CRV dann auch den entsprechend höheren Gewinn holen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seht sofort, wie die Equity aussieht. Wieder ziemlich cooles Teil, auch zehnfach, also sprich
hier 190 eher auf der Gewinnseite bei einem maximalen Drawdown von 18, also 10-mal so viel verdient wie je als maximalen Drawdown verloren. Dann die Lot Size, ihr erinnert euch an die Art des Trading-Verhaltens. Wie hoch müssen wir gehen? Na, wir müssen in Summe mal bis zum Faktor 3. Das hieße, würde man die Strategie initial mit 0,01 Lot handeln, wäre man zwischendurch mal bei 0,03 Lot angekommen. Naja, das ist definitiv zu handeln. Lässt sich das noch wieder verbessern? Natürlich Antwort, wenn man das komplett optimiert, ebenfalls ist da noch was rauszuholen. Slightly Martingale hier. Ach so, da, ich hatte gerade schon die in Summe eigentlich besten Parameter schon aufgelistet. Deswegen kommen jetzt hier keine neuen Zahlen. Immer noch 190 Gewinn an Airs und einem Drawdown von 18 R mit alles natürlich jetzt hier einem Spread, der prozentual angegeben wird. Schließlich und endlich, dritte Strategie in unserem Basket sozusagen, nämlich die Price Action, die wir erst vor kurzem überhaupt mal eingeführt haben. Da ist ja die Logik bei Stop Order in einer bestimmten Distanz vom aktuellen Open einer Kerze. Also die Kerze öffnet und dann legen wir die Buy-Stop-Order in einer bestimmten Entfernung nach Norden. Die Entfernung leitet sich jetzt hier unmittelbar aus diesem Parameter ab, indem wir nämlich einen ATR haben, den wir wiederum mit einem Multiplikator versehen. Also wäre zum Beispiel der ATR gerade 4% und der Multiplikator ist hier eine 1, würden wir also in 4% Abstand die Buy-Stop-Order legen und in 4% Abstand nach Süden die Sell-Stop-Order legen. Das ist ja dieser Grundtypus dieser Strategie. Und wenn die Order dann getriggert wird, ist die Erwartung, dann bitte in die Richtung auch weiterlaufen. Und ihr seht, das lässt sich einiges hier rausholen. Alles ist jetzt immer für diesen Zeitraum, seitdem die Bitcoins ungefähr bei 100 sind. Und naja, also diese Equity-Kurve hier würde mir in jedem Konto sehr, sehr gut gefallen. Wann erfolgt die Gewinnmitnahme? Werde ich hier gerade gefragt. Jetzt muss ich allerdings fragen. Achso, genau, beim Mean Reversion, beim EMA Cross, genau. Du hast die Antwort selber schon zugeschrieben. Immer dann. Wenn wir den EMA wieder kreuzen, dann erfolgt die Gewinnmitnahme bei der Mean Reversion Strategie und genauso allerdings auch bei der Mean Reversion Anti Strategie. Beim EMA Cross, also wenn wir den EMA wieder kreuzen auf Schlusskursbasis, beenden wir den Trade. Hier bei der Price Action Strategie haben wir einfach einen Stop Loss und einen CRV, also sprich einen Take Profit und Trade läuft, bis eins von beiden einfach dann erreicht wird. Und das ist die ganze Logik und funktioniert, wie man sieht, ebenfalls sehr, sehr schön. Jetzt muss ich mal eben nachgucken, ob ich da noch was nachoptimieren konnte. Price Action, ja, lässt sich nochmal weiter verbessern. Da sind wir schon fast bei einem Verhältnis von 1 zu 20, also Summe in R mal 200 mit einem Drawdown von 10 und das innerhalb von 4 Jahren ist ziemlich gigantisch gut, kann ich ja mal sagen. Und das für wieder auch einen ganz einfachen Strategietypus angewendet auf einem neuen Underlying. Warum funktioniert das alles? Das funktioniert natürlich deshalb, wir finden über dieses Excel-Sheet die richtige Balance zwischen Spread, Stop-Loss-Entfernung und Take-Profits. Das ist also unter Volatilität. Eigentlich müssen wir die 4 Sachen nehmen. Wenn wir da das richtige Verhältnis einstellen, das ist halt nicht so einfach, wenn ich mal eben einen Trade in irgendeinem Underlying eröffne, sondern mit dieser Kenntnis, wie die allgemeine Volatilität ist, wie stark mein Spread mir
schon was von den Gewinnen wegnimmt. Wie weit muss ich jetzt noch sinnvollerweise einen Stop-Loss und einen Take-Profit legen? Die Antwort kriegen wir natürlich hier quasi gratis, durch wirklich geringste Optimierung ohne viel Aufwand. Wir holen uns natürlich hier, die jetzt in dem Fall bei der Price-Action-Strategie, die Gewinne über recht große CRVs. Können wir aber auch, weil in endlicher Zeit werden ja auch wirklich mal Distanzen zurückgelegt. Deswegen ist es so gut, über eine solche Auswertung, über eine Statistik an so ein Traden mit einem neuen Underlying überhaupt ranzugehen, weil das einfach aus dem Bauch heraus zu machen, wäre aus meiner Sicht einfach nur Harakiri. Wir hatten nochmal gefragt, wie es mit den Overnight-Kosten für Bitcoins aussah. Leider habe ich die Zahlen nicht mehr parat. Aber verglichen mit dem, was hier sonst immer an Kosten reinspielt, sprich Spread, Commission, also alles ging immer neben dem Spread unter. Also auch die Commission, die war verglichen mit dem Spread quasi zu vernachlässigen, anders als bei anderen Underlyings. Ich habe leider jetzt nicht mehr die Finanzierungskosten parat, aber es war nichts, absolut nichts Dramatisches. Vor allen Dingen immer relativ zum Spread waren das immer ganz, ganz kleine Fische. Also ihr seht, drei Strategien. Eine mussten wir leicht modifizieren im Sinne von Anti. Was mich aber nicht wirklich überrascht, weil, naja, dieses schnell wieder zurückkommen zu irgendetwas, nee, das machen die Bitcoins nicht so. Die machen längere, größere Bewegungen in jeweils eine Richtung. Deswegen war Mean Reversion quasi zum Scheitern verurteilt, aber natürlich nicht in der anderen Formulierung als Anti. War also gar nicht so schwierig, etwas abzuleiten für ein neues Underlying. Und alles, was wir jetzt eigentlich nur noch brauchen, ist den neuen Startschuss, dass man Bitcoins hier wieder sehr schön traden kann. Fassen wir da mal kurz zusammen. Wir müssen uns vergegenwärtigen, Bitcoins sind extrem sehr, sehr volatil. Das heißt, also irgendwie ein Stop-Loss von 0,2% kann man definitiv in eine Tonne kloppen. Der würde sogar hinter dem Spread bereits schon dann untergehen. Und also wäre dann in der Größenordnung des Spreads. Also Bitcoins sind einfach wahnsinnig volatil. Eigentlich sind sie nicht geeignet zum Traden aufgrund des hohen Spreads, weil das verursacht hohe Kosten, weil den Spread haben wir immer verloren in dem Millisekunde, in dem wir den Trade aufgeben. Die gute Nachricht ist aber, dass wiederum Bewegungen bei Bitcoin so groß sind, also die in welche Richtung dann auch immer, dass wir dann doch wieder mit schon längst bekannten Ansätzen definitiv profitabel traden können. Wir brauchen also gar nichts neu erfinden, sondern wir nehmen genau die Strategien, die wir kennen. Die brauchen aber natürlich eine Anpassung. Es kann nicht sein, dass wir da die gleichen Parameter nehmen wie, was weiß ich, auf dem DAX oder auf dem Euro-US-Dollar. Das wäre sehr, sehr überraschend. Also, um nicht zu sagen, das wäre irgendwie Blödsinn gewesen. Das kann gar nicht, halt mit Blick auf Spread und die Volatilität. Der Hintergrund, warum ich sage, kleine Zeitebenen kommen erstmal nicht in Frage. So volatil die Bitcoins auch sind, bei den hohen Spreads, sind dann auf kleinen Zeitebenen irgendwann die Bewegungen doch nicht mehr groß genug, und gehen unter im Spread. Was übrigens bei Bitcoins ungefähr bei einer Stunde ist. Also eine typische Stunde, eine Stunde lang den Bitcoin mal laufen lassen, in was der auch immer dann typischerweise, also was der dann auch immer macht, in welche Richtung der dann läuft. Wenn man das mathematisch mal untersucht, dann landet man ungefähr bei der Aussage, dass die typische Bewegung auf einer Stunde entspricht ungefähr dem Spread. So als Daumenregel. Und nehmt mal diesen Satz und übersetzt den auf den DAX. Stellt euch vor, der DAX würde sich typischerweise auf einer Stunde so viel bewegen, dass man einmal den Spread hätte. Das wäre ein Chart.
eine Stunde lang den DAX-Chart beobachtet und in Summe bewegt er sich um einen Punkt. Wow. Deswegen immer meine Analogie DAX versus Bitcoins, weil da sieht man mal so ungefähr, wo der Hase langläuft. Also Bitcoins sind nichts für kleine Zeitebenen, würde man sich definitiv nur die Finger verbrennen. Soweit mal ein erstes Webinar auch von mir zu Bitcoins. Brauchen wir jetzt nur noch die Live-Schaltung? Also hoffen wir, dass es möglichst schnell, dass die Liquiditätsprovider ihren Weg gefunden haben, sich selbst wiederum zu schützen, was ihnen scheinbar beim letzten Mal, so zumindest meine Interpretation, nicht gelungen ist und die deswegen lieber den Handel beendet haben. Aber es wird kommen. Und insbesondere dann, wenn der Future-Handel in Chicago sozusagen zufriedenstellend läuft und man da sich entsprechend weiter absichern kann, auch aus Sicht der Liquiditätsprovider, dann sollte das alles kein Problem sein. Wie immer, wer Interesse hat an den Excel-Sheets und den Folien, kein Problem. Also Folien konnte man auch jetzt schon runterladen. Excel-Sheets einfach kurze E-Mail an mich und ich stelle dann sicher, dass ihr das auch bekommt. Da allerdings ein kleiner Hinweis. Diese E-Mail sollte mich möglichst noch während der nächsten 24 Stunden erreichen. Ab Donnerstag bin ich im Urlaub für 3 Wochen und habe dann zumindest keinen Zugriff mehr auf die entsprechenden Sachen. Naja, auch ich gehe mal in Urlaub. Mein Jahresurlaub kommt und es geht nach Asien, nach Kambodscha. Und danach ist dann schon Februar, aber dann gehen natürlich auch wieder die Webinare weiter. Soweit von mir. Euch eine gute Zeit. Gerade wenn ihr Bitcoins tradet, passt auf, was ihr tut. Ich glaube, ein paar Inputs habt ihr von heute hoffentlich gut mitnehmen können. Naja, und 3 profitable Strategien schon gleich auch auf Bitcoins. Okay, soweit von mir. Also noch einen schönen Abend. Macht's gut. Tschö.